Und Herr Andrak hatte gestern Abend eine große, große Enttäuschung. Ich glaube, du hast mit einem Kapitel deines Lebens abgeschlossen, oder? Naja, so schlimm war es auch nicht. Du hast also mir gesagt, es war so schlimm. Ja, es war schlimm, aber du hast von Hass gesprochen. Ja. Von Ekel. Naja, es war halt irre langweilig. Ich war bei Depeche Mode. Wo? Bei Depeche Mode. Bei Depeche Mode. Waren Sie auch da? Ja! Tja, mit solchen Leuten bist du dann zusammen. Ja. Warum guckst du auf die Uhr? Bitte? Warum guckst du auf die Uhr? Naja, ich gucke, die Jungs gehen wahrscheinlich heute Abend wieder. Also die spielen die nochmal hier? Ja, ja, die spielen heute Abend. Es war total ausverkauft. Ja, es war super ausverkauft. Auch erstmal super Stimmung, bis man merkte, dass sie halt nur noch Schnarchsongs spielen. Also ich bin kurz eingenickt, aber ich war auch sowieso. Ja. Stimmt das? Nur noch Schnarchsongs? Ist das richtig? Nein! Ich höre, sie spielen nur noch Songs aus den letzten 5 Jahren, ja? Tolle Stimmung? Ja. Und was läuft eigentlich? Ja, wo war denn I Just Can't Get Enough? Die haben ja noch nicht mal die Hits, die frühen, gespielt. Kein I Just Can't Get Enough, kein Photograph of You, also es war furchtbar. Was sind da? Das sind Hits von Depeche Mode. Das sind Hits von Depeche Mode, genau. Also stellenweise, ach, dann stundenlang und mit, das war wie pur, Also toll! Ja, super, genau. Unter welcher Bezeichnung läuft eigentlich Depeche Mode musikalisch? Ich meine, ist das Pop oder ist das? 80er Jahre Pop, ja. Pop. So. Ich habe die mal erlebt in einem Hotel in Budapest. Echt? 1984. Und zwar habe ich da auf dem Campingplatz gewohnt, in Budapest. Ist wirklich wahr. Und wir sind abends unter Zusammenkratzen aller Devisen, weil natürlich zahlt man in Budapest mit Dollar, damals, gab noch den Ostblock, in das Hilton gegangen, in Budapest. Und plötzlich kamen Menschen rein, Horden von Menschen, und dieser Kleine, wie heißt er da, dieser Blonde? Martin Gore. Martin Gore wurde an seinen Stiefeln über die Tanzfläche gezerrt, den ganzen Abend. Von rechts nach links, von links nach rechts, von rechts nach links. Wurde riesig beklatscht und war wahnsinnig gute Laune. Echt? Ja, und seit der war, also bei mir ein Gefühl, das ich in anderen Zeiten als Hass bezeichnet hätte, aber heute natürlich wesentlich vor. Ein Depeche Mode ist nie meine Richtung gewesen, musikalisch. Nee, war immer mehr so Country, Trucker. Johnny Cash, A Boy Named Sue. Ja. Well, Daddy left home when I was 3, but he didn't leave much to mind to me. Das wolltest du doch mal singen. Das wollte ich mal singen. It was Gatlinburg in mid-July, I just had dead, my throat was dry. Könnte ich mal singen, Johnny Cash. Gerade jetzt würde es vielleicht passen. Ja? Ja. Aber jetzt natürlich nicht auf Anhieb. Nein. Aber nachher singt ja noch Andreas Türk hier live, oder? Nein. Nicht mehr. Nein, wir sehen einen Ausschnitt aus seinem Video. Ja. Unglaublich attraktive Frauen in diesem Video. Ja.